Heute erzähle ich euch ein paar Grundlagen über sogenannte quadratische Funktionen. In unserer Live-Video-Mathe-Stunde letzte Woche habt ihr schon so einen kleinen Überblick über quadratische Funktionen bekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, Funktionen beschreiben Zusammenhänge und wir können sie darstellen als einen Term, als eine Tabelle oder als einen Graph. Es gibt jetzt bestimmte Dinge in der Natur oder in der Technik, bei denen man ganz gerne einen Graph haben möchte, der so eine charakteristische Krümmung hat, wie ein Wasserstrahl. Also zum Beispiel schaut euch diesen Wasserstrahl hier an, ein Bild von Wikipedia. Ja, der hat so eine elegante Krümmung. Und diese elegante Krümmung, die kommt zustande durch ja, die Gravitation der Erde und das Fließen des Wassers. Und die kann man ganz gut beschreiben mit einer sogenannten Parabel. Eine Parabel ist eine Form, die gerade den Graph einer quadratischen Funktion wiedergibt. Ähnliches findet ihr zum Beispiel bei anderen Wurf- und Fallbewegungen. Hier seht ihr zum Beispiel eine Stroboskopaufnahme eines Basketballs. Der fliegt so, kommt auf und macht dann nochmal so eine Parabel. Oder hier ein Foto aus der Europapassage. Da gibt es auch solche Bereiche, wo man zumindest so eine Parabel sehen kann. Oder ein Haus ganz in der Nähe unserer Schule, der Berliner Bogen. Auch hier gibt es ja so einen eleganten Schwung, der wie eine Parabel aussieht. Ja, also, wie ist das mit den Funktionen? Bisher kennt ihr ja vor allem lineare Funktionen. Da hatten wir einen Graph, der so irgendwie m mal x plus b aussieht. Das hier war die Steigung. Und der y-Achsenabschnitt war das b. Und wenn man sich jetzt den Graph hinmalt, dann hat man die x-Achse und die y-Achse. Und die Funktion f bekommt man jetzt, wenn man zu jedem x auf der x-Achse die entsprechende Zahl in den Funktionsgraph einsetzt und dann die Punkte, die man bekommt, miteinander verbindet. Ja, dazwischen kann man natürlich noch eine Tabelle machen, die x-Werte und die y-Werte auftragen. Sagen wir minus 1, 0, 1, 2 und so weiter. Und die entsprechenden Werte von minus 1 ausrechnen, auftragen. Und was rauskommt, sind Graphen, die immer gerade sind. Die helfen uns also nicht, um diese eleganten Schwünge zu beschreiben, die ihr auf der vorherigen Folie gesehen habt. Das Ganze ändert sich, wenn man jetzt Funktionen nimmt bei denen der Term nicht nur einen linearen Anteil hat, sondern auch einen quadratischen. Das heißt, wir haben dort die Variable auch im Quadrat, also mit sich selbst mal genommen drin. Und ich zeige euch mal, wie solche Funktionen aussehen. Die absolute Standardfunktion f von x gleich x Quadrat ist die Funktion, die jetzt jedem x-Wert, die ihr hier in der Tabelle seht, sein Quadrat als y-Wert zuordnet. Zu minus 3 gehört also die 9, zu minus 2 gehört die 4, zu minus 1 die 1, zu 0 die 0 und so weiter. Jedem x-Wert wird also sein Quadrat zugeordnet. Und man bekommt diesen Graph hier, wenn man das jetzt für alle x-Werte auf der x-Achse macht. Und ihr seht, da ist dieser elegante Schwung. Allerdings ist ja der Schwung falsch rum.
sozusagen, ja. Also er hat einen Tiefpunkt unten und ist mehr wie so eine Schale nach oben geöffnet. Jetzt haben wir hier natürlich einen sehr einfachen Term. Wir können den Term auch verändern. Ich kann zum Beispiel einfach mal ein Minus davor setzen. Und dann seht ihr, jetzt wird jedem x-Wert das Negative seines Quadrats zugeordnet. Und schon ist es so ein Bogen, wie wir ihn finden. Allerdings wohnt er hier ganz im negativen Bereich des Koordinatensystems. Ich kann ihn jetzt mal weiter nach oben ziehen. Und ihr seht, ich bekomme einen komplizierteren Zusammenhang. Mein Funktionsterm sieht jetzt so aus. Oder wenn ich alle Klammern auflöse, dann sieht der Funktionsterm so aus. Also das hier wäre jetzt die Funktion mit dem Term minus x Quadrat minus 2/25 x plus 2.949/625. Ziemlich kompliziert, aber ihr seht, man kann auch dazu eine Tabelle machen, wenn man jetzt zum Beispiel die 2 für x einsetzt und nach den Regeln Punkt vor Strich, Klammern zuerst, den Wert berechnet, dann bekommt man hier also die Werte raus, die in der zweiten Spalte der Tabelle stehen. Zum Beispiel bei 1 kommt 3,64 raus. Ja. Und ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel einen ungefähr, sagen wir, 4,70 Meter hohen Wasserstrahl habe, dann könnte ich hier mit die Flugbahn ganz gut beschreiben. Ich kann den jetzt aber auch noch verschieben, wenn ich zum Beispiel möchte, dass der in der Null startet. Ja. Oder ich könnte auch noch andere Dinge machen. Ich könnte ihn also breiter und schmaler machen, indem ich zum Beispiel einen Faktor hinzufüge. Also ich gehe mal auf unsere Ursprungsgleichung zurück. So, ich würde den jetzt gerne mal ein bisschen breiter machen. Da füge ich einen Faktor dazu. Sagen wir mal 0,2 mal x Quadrat. Ja, das wäre sehr viel breiter. Das könnte ich wieder umdrehen, indem ich minus 0,2 nehme. Und könnte jetzt das Ganze ein bisschen hochschieben, zum Beispiel plus 4. So, dann hätte ich so einen Bogen erzeugt. Vielleicht, weil ich Architekt bin und denke, das könnte eine ganz schöne Form sein für ein Haus wie den Berliner Bogen. Ja, was kann man damit noch machen? Flugbahnen sind das klassische Beispiel. Hier aus eurem Mathematikbuch. Das Beispiel Flugbahn einer Rakete. Der Funktionsterm ist jetzt folgendermaßen aufgebaut. Auf der x-Achse ist die Zeit in Sekunden, während der die Rakete fliegt. Und die y-Werte sind die Flughöhe in Metern. Der Funktionsterm ist jetzt minus 5x² plus 45 mal x plus 50. Man erkennt, dass es eine quadratische Funktion ist, weil es ist ein x mit einem Quadrat enthalten. Die Tabelle sieht so aus und man kann jetzt ablesen, dass zum Zeitpunkt 0 diese Funktion tatsächlich schon bei 50 Meter ist. Ja, die ist vielleicht von einem erhöhten Punkt abgeschossen worden, die Rakete. Und dann kann man jetzt sagen, wo hat sie eigentlich ihren allerhöchsten Punkt? Ich kann in der Tabelle nachgucken und sehe also zwischen 4 und 5, da ist sie bei 150. Zwischen 4 und 5, da ist sie sogar so ein bisschen mehr als 150 Meter hoch. Da ist der höchste Punkt. Das nennt man den sogenannten Scheitelpunkt. Ich kann auch gucken, wie lange fliegt sie denn ungefähr? Ja? Also wann kommt sie auf den Boden auf? Hier, wenn die Höhe 0 ist, nach 10 Sekunden. Das hier nennt man eine Nullstelle.
Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, welche Höhe hat die Rakete denn nach 2 Sekunden? Das wären jetzt 120 Meter. Oder nach wie viel Sekunden ist sie denn in einer Höhe von, sagen wir, 90 Metern? Könnte ich gucken. Das ist einmal nach einer Sekunde der Fall, wenn sie noch auf dem Weg nach oben ist. Und dann ist sie noch ein zweites Mal auf der Höhe von 90 Metern, nämlich nach 8 Sekunden. Ja, solche Fragen kann ich mir also stellen. Ich kann fragen, welche y-Werte gehören zu festen x-Werten. Dann setze ich die x-Werte in den Funktionsterm ein und rechne den y-Wert aus. Oder ich möchte wissen, welche x-Werte gehören zu bestimmten y-Werten. Dann kann ich zum Beispiel die Tabelle benutzen, nach den y-Werten suchen und gucken, welche x-Werte dazu passen. Es gibt noch eine zweite Technik, nämlich schwierigere quadratische Gleichungen lösen. Das schauen wir uns demnächst mal an. Ich kann aber auf jeden Fall auch interessante Fragen stellen nach zum Beispiel dem höchsten Wert, dem niedrigsten Wert, den Nullstellen. Ich kann auch gucken, ist die Form symmetrisch oder andere Dinge, die ich jetzt hier untersuchen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Quadratische Funktionen sind Funktionen, deren Term einen quadratischen Anteil enthält, also bei dem mindestens einmal die Variable zum Quadrat drin steckt. Die Graphen dieser Funktion nennt man Parabeln. Die gibt es nach oben und nach unten geöffnet und man kann die im Koordinatensystem verschieben oder man kann sie auch breiter oder schmaler machen, indem man den Funktionsterm verändert. Gut, ja. Diese Funktion heißt die Normalparabel f von x gleich x Quadrat. Das ist sozusagen die Mutter aller Parabeln. Gut, so viel für heute. Ihr habt quadratische Funktionen kennengelernt. Macht euch ein paar Stichworte, eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Tatsachen für Seesaw und dann schaut euch mal an, welche Aufgaben auf Betamax für euch hinterlegt sind.